Ah, okay. Das wollte ich nämlich. Banditen haben nach euch gefragt. Ein Feuersalamander war ihr Zeichen. Die Salamander wissen, dass ich im Sumpf gewesen bin. Sie haben uns gedroht. Sie wollten wissen, was ihr vorhabt. Was habt ihr gesagt? Mein Glaube an die Götter ist stark. Darum habe ich nichts gesagt, auch nicht unter der Folter. Niemand im Dorf hat das gesagt. Das ist schön. Immerhin loyal. Danke, Freund. Die Banditen werden euch nicht mehr behelligen. Mögen die Wassergötter euch auf geraden Wegen leiten. Gebt auf euch Acht. Das sind immer noch die Besten. Die netten, auf dem Boden gebliebenen Leute. Gesegnet sei das. Was hat das uns mögen geschafft? Die Trockenlande verflucht sein. Mögen eure Straßen gerade sein. Der Tag ist nicht mehr fern, da wir an der Seite der Wassergötter sind. Wer steht über den Göttern? Oh, Wassergötter. Okay, der mit dem Wer steht über den Göttern hätte, glaube ich, für mich auch tatsächlich noch was gehabt, wenn ich nicht schon eine andere Option gewählt hätte, wo ich was bekam. Ich glaube nämlich, der hätte, das wäre auch einer gewesen, der für mich dieses eine Rezept hätte. Ihr wisst schon, ich hätte ja, wenn ich im ersten Kapitel mit dem einen nicht gesoffen hätte, hätte ich in diesem Kapitel mit einem im Gasthaus saufen können, mit so einem ganz normalen, der einfach nur Trinker oder so heißt. Der hätte mir dann ein Rezept gegeben. Ich glaube für Frauentränen oder so. Also Wife's Tears, also Ehefrauentränen. Nur halt ohne das Ehe vorne dran. Das hätte mir alternativ der oder Waska geben können. Aber ich weiß nicht unter welchen Umständen. Deswegen habe ich es ja von dem Holzfäller im Sumpf gekauft. Und dadurch, dass ich es jetzt schon habe, hat er das nicht mehr gemacht. Es gibt nämlich auch noch so ein paar kleine Dialoge, die in den nächsten Kapiteln, oh, der Brief liegt hier noch, aber in diesem Kapitel, ich hoffe, er liegt nicht im nächsten noch hier. Okay, Siegfried scheint hier noch zu sein. Ne, seine Leute sind hier, aber Siegfried ist wahrscheinlich im Krankenhaus. Also im Lazarett oder wie das auch immer beim Orden heißt. Ja, Lazarett würde ich sagen. Beim Militär heißt es ja allgemein Lazarett und nicht nur auf dem Feld, weil da heißt es ja Feldlazarett. Macht zumindest Sinn. So, dieser Zitterstein war irgendwo hier, ne? Ja. Neza. Gut, dann gehe ich hier hoch zum Lager. Ist halt nicht mehr viel und nicht mehr weit. Das ist schön. Also ich mag tatsächlich sogar Sümpfe in den Witcher-Spielen. Nur haben die mal so was Bedrückendes und das zieht sich dann immer so und durch den Sumpf dann so stapfen. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre ja noch ein bisschen realistischer, dann würde es alles doppelt und dreimal so lange dauern, weil man ja durch den Sumpf nicht so schnell durchkommt. Aber es gibt auch in The Witcher, in den ganzen Vorschauen ging es immer um einen bestimmten Sumpf, ich weiß nicht in welchem Gebiet der lag, aber den hat man in jedem Trailer gesehen, wo Geralt da nach Prinzessin Cirilla gesucht hat. Ich finde es übrigens interessant, dass The Witcher 3 heißt ja The Witcher 3 The Wild Hunt, also mit Untertitel. Und das Lustige ist, es geht ja um die wilde Jagd, die wir auch hier schon aus dem ersten Teil kennen. Ich glaube, im zweiten Teil kommt die so gut wie gar nicht oder tatsächlich gar nicht vor. Hier ist es ja auch nur der König der wilden Jagd, also der Anführer von der Truppe. Und das dritte Spiel heißt The Wild Hunt, weil der Hauptantagonist wahrscheinlich diese wilde Jagd ist. Also diese, es sind so wie die apokalyptischen Reiter, kann man schon fast sagen, das ist so eine Jagdtruppe. Aber gleichzeitig geht es auch noch um die wilde Jagd von Geralt nach seiner geliebten Yennefer und nach seiner geliebten quasi Adoptivtochter Prinzessin Cirilla. Ciri, kurz genannt. Ich habe ja die Bücher gelesen, zumindest bis zu dem Punkt, wo Ciri verschwunden ist. Und da bin ich echt angefickt drauf. Deswegen läuft ja dieses Let's Play noch. Ich habe noch sehr viel Spaß. The Witcher 2 wird, glaube ich, super schnell vorbei sein, wenn ich das mit The Witcher 1 zumindest vergleiche. Weil das Spiel einfach eine ganz andere Struktur hat. Und dann The Witcher 3, wenn es rauskommt. Zumindest ist es so geplant. Ich würde dann schon gerne looten. Achso, ich habe noch einen Blödsweeger dran. Mist, hat nicht geklappt. Ach, der hat ja wieder zweimal Überreste.
glaube einfach, weil der auseinander... Ich weiß nicht, ob ich den Gedanken schon mal geäußert hatte, aber ich glaube einfach, weil der so auseinanderfetzt, dass halt ein Brocken von ihm in einer Ecke und der andere Brocken in der anderen Ecke liegt. Jetzt ist das Ding ja ganz vorne. Alle Sephira sind an ihrem Platz. Mein Medaillon vibriert wie verrückt. Also scheint stimmt gar nicht, tut's da oben nichts gar nicht. Sagen die Quest, soll ich nochmal zu Kalkstein? Ich kann den Turm nun betreten. Okay, ich soll in den Turm und mit dem Kalkstein und dem Blatt. Dann tun wir das doch mal. Speichern wir hier nochmal. Das ist jetzt der Showdown des Kapitels. Brennt ihr nicht darauf, die Wahrheit zu erfahren? Ich würde mich lieber auf meine Aufgabe konzentrieren. Soll ich das Buch aus dem Turm bringen? Ja. Kalkstein darf uns nicht zuvorkommen. Ich hoffe, dieser Mörder hat den Köder geschluckt. Ich glaube, dafür habe ich gesorgt. Okay. Ja. Ich soll einfach reingehen. Dann tun wir das doch mal. Und hier gibt es nämlich den Kreis des Wassertores. Ein Wasserzeichen, das ist das Zeichen Axi. Ihr habt das Zeichen Axi erlernt. Ein Zauber, der vorübergehend eure Gegner in Verbündete verwandelt. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite, rechtsklickt auf ein Ziel, um den Zauber zu wirken. Tipp, Axi bewirkt bei Machtverstärkung Furcht. Eure Gegner geraten in Panik und fliehen. Oh, jetzt habe ich einen Trank aus Versehen gesoffen. Was für ein... Ich werde nicht gesprochen. Hier in der Kiste ist eine ganze Menge Kram und Buch des Magiers aus dem Turmbuch. Ein altes magisches Schriftstück, das verlorenes Wissen Al-Surs enthält. Rituale der Wachstumssteigerung von Kreaturen und das Geheimnis von Donner und Schild. Also so The Witcher-Kram. Hier absolut Raffats des Weißen ist ein Heiltrank. Ein ganz normaler. Ein bisschen Kram, roter Meteorit, Diamantstaub, eine Fackel. So, ich muss mich auf das Treffen vorbereiten. Deswegen trinke ich jetzt nochmal einen Trank. Ach scheiße, das war die Schwalbe, die ich getrunken hatte. Das war ziemlich dämlich. Schneesturm. Das ist Schneesturm. Okay. Toxizität. Der grüne Balken stellt die Körpertoxizität dar. Die Toxizität erhöht sich mit jedem eingenommenen Trank. Eine übermäßige Toxizität wirkt sich negativ auf Geralts Fertigkeiten aus und kann sogar zu seinem Ableben führen. Tipp, reduziert die Toxizität, indem ihr euch ausruht oder einen Reinigungstrank trinkt. Oder ich esse einfach eine ganze Menge. Aber ihr seht, ich habe ganz schön Leben verloren. Ach, jetzt ist ja alles in Slow Motion. Ich hätte ihn vielleicht danach trinken sollen. So. Erstmal noch ein bisschen Schweinefleisch. Geht nicht mehr, weil ich die Waffe gezogen habe anscheinend. Staub auf mein Schwert. Oh, jetzt habe ich den Zauber aus Versehen gewirkt. Da, wenn er sie zieht, ist aber richtig fix, der Typ. Und wie er schön das Ding daran reibt. Silberschwert natürlich auch noch. Wein brauche ich jetzt nicht. Stellen sieht auch merkwürdig aus, wie er den hält. So, wir sind vorbereitet. Seht, alles um uns herum flackert und sieht aus, als wäre Geralt mehr als nur bekifft. Ist er. Die Sau. Bald erfahrt ihr die Wahrheit. Aufgeregt? Das Schwert ist fast mehr gar nicht auffällig. Nur noch eine Frage. Ja.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch als Raimund auszugeben? Schlau. Durch euch natürlich. Von dieselbe Stimme. Er kam gefährlich nahe und ihr habt ihm vertraut. Es wäre töricht gewesen, die Situation nicht auszunutzen. Habt ihr vergessen, dass ihr es mit einem Hexer zu tun bekommen würdet? Ich wäre töricht, die Situation nicht auszunutzen. Genug geplaudert. Jetzt führt mich zu der Stelle, wo ihr die gestohlenen Gegenstände aus Kaer Morhen versteckt habt. Der Penner kann sich leider teleportieren. Ja, richtig schön. Da ist ein Ifrit. Ich bin jetzt total betäubt. Warum? Bin ich betäubt? Das ist jetzt mein Homie. Okay, er will nicht mein Homie sein. Boom! Was? Okay, der ist zu schnell anscheinend. Das ist ein Feuergeist, der kann ich gar nichts. Greif ihn an! Ich bin total von diesem Trank. Bin ich mehr im Nach als im Vorteil. Ihr seht's. Ich bin bei jedem zweiten Schlag aus. Dann kann ich meine Kombo gar nicht bringen. Ein starker Kampfstil bringt auch nichts. Anzünden bringt auch nichts. Oder sowas. Brenne ich, glaube ich. Ne, gut. Teufel mal wieder oder so. Okay, der Schneestumpftrank. Ach, verbrauchen und nie wieder benutzen. Oh Gott. Immer so lange warten. Einlegen? Kämpfen. Ja, noch mehr als die Hälfte, glaube ich. Schieß aber auch nicht lange betäubt. Aber ich finde echt die Moves cool. Hin und her. Und jetzt noch ein zweiter kommt. Einer reicht, sagt er sich. Guckt jemand durchs Portal. Hört das fest gar nicht durch die Klappe. Der hat übrigens das illegale Schwert. Schön, dass er Javert hat. Sehr legendäre Schwerter, also wirklich besondere. Schneesturm ist weg, das heißt, Geralt ist im Endeffekt wieder schneller als vorher. Boah, ich bin jetzt Feuer geworden. Ich war vielleicht nicht ganz so schlau. Extraordinär! Mach doch was. Ach, ich darf den gar nicht. Hätte mir mal einer sagen können. Wie sieht denn der Prof aus, Alter? Aber er hat ja gesagt, wenn es feucht wird, kann Azayabek nicht so gut. Aber wenn es feucht ist, wird er vielleicht auch nicht immun gegen Feuer sein. Na, da ist das ja die ganze Schwert. Zum Stützpunkt im Händlerviertel. Beeilt euch, ehe ihr sich erholt. Wir sehen uns wieder.